Das Motto könnte ja lauten, wenn man den Vortrag hier mitverfolgt hat, das Gute liegt so nahe. Und das ist, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes so zu sehen. Zum einen geht es darum, dass wir wirklich diese regionalen Kreisläufe schließen. Kurze, überschaubare Einheiten, kurze Wege garantieren höchste Lebensmittelsicherheit. Was aber auch eine große Rolle spielt in Zukunft, sozusagen auch diese Regionalität, führt ja auch dazu, dass wir nicht nur den Produzenten unterstützen, den Bauern, wie bereits angesprochen, sondern auch Vermarktung, dem Handel, also die ganzen regionalen Kreisläufe, wo ja auch Arbeitsplätze damit verbunden sind. Das sind, glaube ich, alles Argumente, wo es nur Gewinner und keine Verlierer gibt, auch im Bereich der Gemüse, weil wir gerade in einer Region sind, wo der Gemüseanbau sozusagen Hochkonjunktur hat. Wenn wir heute in einer Schule das Projekt vorstellen, der ideale Ort ist, wo wir diese Initiativen verstärkt auch bewerben können. Und ich muss einfach ein klares Bekenntnis zur Regionalität des Tourismus immer wieder betonen, weil ich glaube, dass gerade Landwirtschaft, Bauern und Tourismus, vieles ist ja nebeneinander oder aus der Landwirtschaft heraus entstanden in unserem Lande. Das Ziel ist, verstärkt regionale Produkte, regionale Lebensmittel in den Großküchen zu fixieren, zu verankern. Ja, und auch, dass letztendlich die, die die Produkte verwenden, auch stolz darauf sein und die besten Produkte, besten Gerichte daraus herstellen. Und dann weißt du halt auch, woher das kommt, was du kaufst. Und du kannst da halt auf der sicher sein, dass das nicht irgendwie nur konserviert wird und mit ganz vielen Medikamenten aufgeputscht, dass das den ganzen Transport und alles überlebt. Wir haben Gott sei Dank sehr viele gute Beispiele, die funktionieren, die sozusagen eine regionale Beschaffung momentan schon haben. Aber es gibt durchaus Luft nach oben, dass wir in vielen öffentlichen Einrichtungen, ob das Krankenhäuser sind, Alters- und Pflegeheime, auch in Schulen, wo Schülerheime angeschlossen sind, dass wir diesen Mehrwert an Regionalität noch heben können. Die Gäste sind ja eigentlich auch da bei uns, damit sie Sachen von uns haben können, von uns essen können und nicht von irgendwo anders, weil sonst kannten sie Black sogar woanders hinfahren. Ich bin jetzt hierher gezogen und wenn ich hier bin und auf der Alm sitze, dann bin ich schon froh, wenn es Tiroler Produkte sind.